Habe keine Angst mehr vom Übertraining. Warum das so ist und was das mit meiner Indienreise zu tun hat, verrate ich dir jetzt gleich. Du brauchst keine Angst vorm Übertraining zu haben. Was hat das jetzt mit meiner Indienreise zu tun? Und warum solltest du dir das Video dennoch unbedingt anschauen, selbst wenn du nicht der größte Trainingsfreund bist? Das verrate ich dir jetzt gleich. Denn erst einmal, was ist ein Übertraining? Übertraining kommt aus dem Sportbereich, wie der Name schon vermuten lässt. Und es geht dann einfach darum, dass du zu viel trainiert hast und dass du entweder keine Muskelkraft mehr weiter aufbauen kannst oder tatsächlich schon wieder anfängst abzubauen, weil du halt einfach halt zu viel trainiert hast. Und das Spannende ist einfach, meine These, die du gerne für dich überprüfen darfst, ist, komme erstmal in den Bereich eines Übertrainings. Versuch erstmal dahin zu kommen. Denn so viele Menschen haben Angst vom Übertraining. Es muss nicht nur im sportlichen Sinne sein, es darf auch gerne in anderen Lebensbereichen sein. Heißt, dass du Angst hast, dass du zu viel gemacht hast und dass du zu wenig Pause machst. Das kann durchaus sein, ja, bei ein paar Menschen. Ich wage aber die These aufzustellen, dass die meisten Menschen nicht im Ansatz an einem Übertraining sind und auch in nächster Zeit nicht dahin kommen werden. Und genau deswegen darfst du einfach mal für dich schauen, so hey, mache ich wirklich gerade schon genug? Reicht das? Oder wie viel mehr kann ich machen, um wirklich an meine Grenzen zu kommen? Und wie komme ich jetzt auf dieses ganze Thema? Naja, es geht einfach darum, ich war, wie gesagt, letzten Monat in Indien, habe dort meine Yogalehrerausbildung gemacht im Bereich Vinyasa und Ashtanga und dort haben wir halt 3 bis 4 bis 5 Stunden pro Tag Sport gemacht und trainiert und geübt. Das halt im Hochsommer bei 30 bis 40 Grad in einer komplett neuen Umgebung, wo ich dann auch nur so circa 5 Stunden am Tag geschlafen habe. Also absolut katastrophale Bedingungen für jemanden, der halt nicht gewohnt ist, so viel Sport zu machen. Das halt über einen ganzen Monat, 6 Tage die Woche. Also an sich super krasse Bedingungen, so als Normalperson. Und dennoch bin ich in dieser Zeit stärker geworden, ich bin fitter geworden, ich bin flexibler geworden, dehnbarer. Also all das hat funktioniert. Es hat wundervoll funktioniert. Und das war einfach nochmal für mich dieser Klick so, ey krass, wenn ich das jetzt schaffen kann, in diesem intensiven, krass fordernden Monat, so weit über mich selbst hinauszuwachsen, wo jeder andere sagen würde so, ey fuck, ich habe so krassen Muskelkater, alle meine Muskeln sind übersäuert, ich bin steif und. Ich höre jetzt auf, das ist nicht gut, das ist zu viel, was ich auch ab und zu gedacht habe. Aber am Ende des Monats habe ich gesehen, so hey fuck, es ging. Es ging wirklich, es hat funktioniert und ich bin weiter über mich hinausgewachsen. Und das fand ich einfach nochmal so schön einfach zu sehen, dass immer da, wo wir glauben, so hey, da ist unsere Grenze, das reicht. Ich darf nicht mehr machen, weil dann kommt mein Körper, mein Geist in ein Übertraining. Und deswegen die These, versuch doch erstmal in dieses Übertraining hineinzukommen. Heißt, dass du die Grenze nach oben mal auslotest. Weil du weißt, okay, hey, wie wenig Training kann ich machen, dass ich noch irgendwie Muskeln habe? Oder ja, wie es dir halt geht, wenn du gar nicht trainierst. Das wirst du sehr wahrscheinlich schon wissen. Aber du wirst nicht wissen, mit ganz hoher Wahrscheinlichkeit wirst du nicht wissen, wie viel Sport, wie viel Business, wie viel Beziehung, wie viel Liebesthemen du machen kannst, bis es zu viel ist. Das einfach mal auszuloten. Natürlich immer noch mit einer gewissen Balance, dass du jetzt halt nicht sagst, okay, die nächsten 10 Jahre mache ich einfach nur noch Fokus auf dieses Thema. Es darf immer noch in einer gesunden Balance sein. Das als Hinweis. Natürlich. Aber dennoch würde ich einfach mal raten, so hey, versuch doch einfach mal probeweise für einen Monat, 6 Wochen einfach mal, hey, wie viel geht denn? Wie krass kann ich denn werden? Wie viel Gas kann ich geben? Wie viel Business geht? Wie viel Familie, wie viel Freunde, wie viel Zeit für meine Kinder geht? Einfach mal die Grenzen auszutesten. Und wenn du eine Grenze hast, dann lässt sich auch viel einfacher ein Mittelmaß
ein gesundes Mittelmaß einordnen für dich, denn wenn du einmal deine Grenze, die du dann ja auch sehr wahrscheinlich in dieser Zeit verschieben wirst, verschoben hast, verschiebt sich dadurch auch automatisch das Mittelmaß. Und das sind einfach ganz, ganz spannende Erkenntnisse, Learnings, die man halt du für dich und dein Leben gewinnen darfst. Und natürlich ist es immer am einfachsten im sportlichen Sinne, weil es halt am einfachsten im täglichen Leben irgendwie einzubauen ist. Oder ja, aber nichtsdestotrotz darfst du es halt auch in allen anderen Lebensbereichen einmal ausprobieren. Und ja, ich werde total gespannt zu hören, was ist deine Erfahrung mit dem Thema Übertraining? Kennst du das? Hast du sowas schon mal gehabt? Oder wie sind deine Gedanken zu meiner These? Denn ich habe es in dieser Zeitraum nicht geschafft, ein Übertraining zu erreichen. Ich bin besser geworden und ich werde diese Trainingsintensität definitiv nicht weiterführen, auf gar keinen Fall. Ich bin happy, wenn ich dann so 5 bis 6 Mal die Woche Sport mache. Das reicht mir. Aber es halt einfach mal zu sehen, ist unglaublich wertvoll. Und genau, deswegen wollte ich euch diese Erfahrung einfach mal weitergeben. Ich bin gespannt, was eure Gedanken dazu sind und freue mich auf die nächsten Impulse, die ich aus Indien für euch nochmal aufbereiten werde. So, ganz, ganz liebe Grüße.